Gut. Herzlich willkommen hier aus dem Forum der Zukunft des Deutschen Museums zum vierten Future Slam. Schön, dass Sie so zahlreich gekommen sind und live zuschauen. Auch herzlich willkommen an alle, die von zu Hause aus vom YouTube-Channel des Deutschen Museums alles mitverfolgen, was hier passiert. Wir werden heute viel erfahren. Wir werden vier Ideen kennenlernen, die zu einer besseren Zukunft beitragen wollen. Und ich will gar nicht zu viel vorwegnehmen, aber einen kleinen Ausblick will ich doch geben. Wir werden etwas erfahren über einen ganz besonderen Verein von Studierenden. Der ist wirklich weltweit einzigartig, eine Geschichte von über 60 Jahren, der uns mitnimmt ins Weltall. Wir werden ein Startup kennenlernen, das Virtual Reality nutzt, beziehungsweise Extended Realities, um eines der wichtigsten Probleme anzugehen, das es gibt in der Gesundheitsbranche, nämlich die große Überlastung der Fachkräfte. Wir werden außerdem uns mit den Sinnen beschäftigen, mit zwei Sinnen, nämlich zuerst mit dem Riechen. Wir werden was erfahren über einen künstlichen Geruchssinn. Das ist eine ganz schwierige Aufgabe, unsere Nase zu replizieren, technisch irgendwie zu versuchen zu adaptieren. Und im Anschluss werden wir uns mit dem Hören beschäftigen. Und wir werden lernen, was es für Möglichkeiten gibt, vielleicht für uns alle beizutragen, der großen Geräuschkulisse und sozusagen der allgegenwärtigen Lärmbelästigung etwas entgegenzusetzen. Also ich glaube, vier ganz spannende Projekte. Aber bevor es losgeht, noch mal ganz kurz die Regeln, denen wir heute folgen. Wir sind ein Slam, das heißt, es muss einen Gewinner geben und Sie werden entscheiden, wer gewinnen wird. Jeder der vier Contestants, jeder der vier Vortragenden hat genau 10 Minuten Zeit hier auf der Bühne. Danach gibt es Fragen aus dem Publikum. Das heißt, Sie sind angehalten, Sie können gerne schon mal überlegen, ja, auch ein bisschen die hier vorne Stehenden herausfordern und gute, kluge, spannende Fragen stellen. Und am Ende werden Sie entscheiden, noch analog tatsächlich per Applausometer, wenn man so will. Also Sie werden der lauteste gewinnt am Ende und nicht nur Ruhm und Ehre und eine Urkunde des Generaldirektors des Deutschen Museums, sondern auch eine wundervolle Jahreskarte hier fürs Museum. Gut, ich würde sagen, wenn es keine Fragen mehr gibt, legen wir los. Und zwar mit dem allerersten, der heute vortritt, Julian St. Johanser. Hallo Julian, du studierst an der Technischen Universität München. Ja, genau, richtig. Genau, und bist Vorstandsvorsitzender von WAR e.V. Ich führe es noch ein bisschen ein. WAR e.V. bedeutet Wissenschaftliche Arbeitsgemeinschaft für Raketentechnik und Raumfahrt. Und was euch auch ein Stück weit so besonders macht, ist, dass die Geschichte schon signifikant lange ist. Nämlich über 60 Jahre gibt es den Verein schon und da habt ihr viel erreicht. Was genau wirst du uns erzählen? Du wirst uns erzählen über die Geschichte vielleicht ein bisschen, über die Gegenwart, vielleicht in die Zukunft. Gar nicht zu viel vorwegnehmen. Ja, jetzt ist natürlich genau mein Ablauf schon vorweggenommen. Nee, das ist so meine Timeline. Ich wollte nicht spoilern. Aber du hast dafür mehr Zeit für deine Story, nämlich 10 Minuten. Stage is yours. Dankeschön. Ja, hallo. Ich habe hier tatsächlich auch schon ein Bauteil selber dabei. Das ist, weil wir gerade schon bei Geschichte waren, eine Rakete, die vorgestern vor 50 Jahren gestartet wurde, das erste Mal. Und ist auch die erste deutsche Hybridrakete. Ich will es jetzt bloß hier nicht die ganze Zeit rumtragen, deswegen, das ist nochmal als Größenvergleich später wichtig. Ich werde es dann nochmal anmerken, aber ich lege es jetzt mal aus der Hand, um mal das Ganze hier einzuleiten. Und zwar mal kurz als Übersicht, wer sind wir als Studentengruppe? Wir haben viele Themen abgedeckt oder viele Themenbereiche, aber alles mit Raumfahrtforschung verbunden. Über Raketen bis Satelliten, also hier links unten sieht man zum Beispiel einen Satellit mal so von innen, bis zu Rover und Space Elevator, also ganz futuristische Themen. Das ist dann auch, sagen wir, der Zukunftsanteil, den ich dann heute präsentieren werde. Hier sieht man den Start von eben genau dieser Rakete als Video. Wie gesagt, durch das Jubiläum ist es natürlich ganz, ganz passend. Hier sehen Sie Professor Robert Schmucker, der die Studentengruppe vor eben über 60 Jahren gegründet hat, damals als Student, der zusammen mit dem damaligen Team diese Rakete entwickelt hat, gebaut hat und auch gestartet. Das Besondere an der Rakete ist eben, dass es eine Hybridrakete ist. Entscheidende dabei ist, Hybrid heißt ja immer, sagen wir, zwei verschiedene Komponenten arbeiten zusammen, in dem Fall Flüssigkeit und Feststoff. Es gibt Feststoffraketen, kennt man vielleicht vom Space Shuttle an der Seite, die zwei Sidebooster. Das sind Feststoffbooster, die sind rein aus festem Treibstoff gemacht. Das heißt, man zündet das Ganze an und der feste Brennstoff wird einfach langsam abgetragen und verbrennt. Und dadurch, dass es praktisch unten den Auslass gibt, wird durch den Impuls praktisch die verbrannte Masse nach unten ausgeschossen und das bewegt dann die Rakete nach oben. Das Gegenstück dazu sind reine Flüssigkeitsraketen. Da wird praktisch
Ein flüssiger Oxidizer, man braucht ja für die Verbrennung immer zum Beispiel Sauerstoff als Oxidizer oder es gibt auch andere Chemikalien, die da geeignet sind. Und ein Brennstoff, der verbrannt wird. Und das ist beides flüssig und wird in der Brennkammer zusammengeführt und verbrennt. Und dann gibt es eben die hybride Anordnung, wo in unserem Fall der Oxidizer flüssig ist und der Brennstoff ein Feststoff ist. Das sehr Schwierige an einem Feststoff ist tatsächlich, dass es sehr gefährlich ist, weil alle Komponenten, die für die chemische Reaktion benötigt werden, schon kombiniert sind. Das heißt, er könnte praktisch explodieren. Da muss man immer sehr aufpassen, wenn man das Ganze zusammenbaut, lagert. Und der Vorteil vom Hybriden ist natürlich, dass man es erst beim Start zusammenführt durch Druck. Also man muss immer mit Druck oder mit einer Pumpe den Oxidizer in die Brennkammer einführen, wo es dann mit dem Feststoff reagiert. Und dadurch, dass ich das kontrolliert machen kann, ist es deutlich sicherer. Und Feststoff hat deswegen den Vorteil, weil es sehr dicht, sehr energiedicht ist. Das heißt, ich kann quasi für die gleiche Größe mehr Energie mitnehmen. Das heißt, ich komme weiter, das ist effizienter. Das war so der Beweggrund, warum man es überhaupt festmacht und nicht einfach nur flüssig. Also das ist jetzt so die Historie. Hier sehen wir jetzt die Rakete, die letztes Jahr von uns gestartet wurde. Also als Vergleich, die ist so eher Größenordnung 5 Meter. Das ist deswegen der Größenvergleich. Und die wurde in den USA gestartet bei einem Amateur-Raketenwettbewerb. Das ist auch ein Video. Nicht erschrecken, es kommt auch der Ton, wenn das Triebwerk zündet, so die Technik mitmacht. Das ist dann ja, natürlich auch modernere Videoqualität als 1970. Ah, gut. Die wollte auf 35 Kilometer fliegen als Größenordnung. Ich habe hier mal die Daten so ein bisschen nebeneinander gestellt. Wie gesagt, am Anfang mal so ein bisschen noch in die Vergangenheit schauen, jetzt sind wir schon ein bisschen bei der Gegenwart. 10 Kilo zu 145 Kilo, also praktisch das 15-fache von der Größenordnung ist, was wir heute machen können. Ich weiß jetzt nicht, ob der ISP angegeben ist, leider nicht. ISP, nur ich werde es ganz kurz anreißen, es ist sehr technisch, ist die Effizienz des Raketentriebwerks. Also je höher der ISP ist, praktisch der spezifische Impuls, desto besser ist meine Rakete. Deswegen ist das immer so ein Maß am Vergleich, desto mehr kann ich aus meiner Rakete rausholen bei der gleichen Masse an Treibstoff. Und man sieht hier zum Beispiel die 10 Kilonewton Schub im Vergleich zu 370 Newton. Das ist natürlich auch wieder durch die Größe, den Fortschritt in der Technik bedingt. Aber es ist vom Aufbau mehr oder weniger die gleiche Rakete. Also in der Brennkammer hier hinten ist ein Festtreibstoff verbaut. Und in der Mitte ungefähr liegt der Oxidizer. In unserem Fall ist es aber nicht mehr Salpetersäure wie damals bei der Barbarella, sondern Flüssig-Sauerstoff hat Vorteile, weil es einfach noch besser chemisch zusammenpasst. Und der obere Teil der Rakete ist ein Drucktank aus idealerweise Helium, ist aber nicht immer so einfach zu bekommen und zu verarbeiten. Deswegen Stickstoff, macht es halt ein bisschen schwerer. Aber es ist einfach ein inertes Gas, das heißt, es trägt nicht zur Reaktion bei. Von in der Brennkammer. Es ist rein dazu da, um dadurch, dass ich den Druck in dem Tank ablasse, wird der Oxidizer in die Brennkammer gedrückt. Also es ist nur ein Fördermittel. Wir werden jetzt auch in Zukunft in die Pumpen einsteigen und wollen in unsere Flüssigrakete Pumpen verbauen, die das Ganze fördern. Hat den Vorteil, dass ich halt mir die Länge sparen kann. Also die Hälfte ungefähr ist rein dieser Stickstofftank, der das Ganze antreibt und den kann man sich natürlich sparen. Hier sieht man nochmal den Vergleich. Ich fand es ganz schön anzuschauen, wie vor 50 Jahren das gestartet wurde und wie es jetzt gestartet wird. Man sieht, dass sich nicht immer so viel ändert. Es ist nur eine Größenordnung anders, würde ich sagen. Damals hat man von der Ostsee gestartet, weil einfach der Umkreis von 10 Kilometern als Sicherheitszone eingerichtet werden musste und eingehalten werden musste. Links sieht man die Mojave Desert in den USA, da ist deutlich mehr Sicherheitsradius außenrum gegeben. Leider ist unsere Rakete auch nicht, hat sie nicht so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Also die 35 Kilometer haben wir einerseits nicht erreicht, andererseits hat der Fallschirm auch nicht funktioniert. Also unsere Rakete ist nur eine Stage, also eine Stufe. Das heißt, die trennt sich nicht in der Mitte oder irgendwas und deswegen können wir die auch insgesamt mit einem Fallschirm wieder landen. Das war zumindest unser Plan. Die ist dann mit Überschallgeschwindigkeit auf den Boden aufgekommen und die haben wir aus so ungefähr 2 Meter Tiefe ausgebuddelt wieder, die letzten Teile, die übrig waren. Also so ein 1,5 Meter Tank war dann auf, sagen wir, 20 Zentimeter zusammengeschrumpft zum Beispiel. Es ist schon eine sehr große Kraft dahinter. Auch die Tests
schauen eigentlich noch sehr ähnlich aus. Das links ist jetzt unsere Flüssigrakete. Also da haben wir beide Komponenten, die für die Verbrennung nötig sind, als Flüssigkeiten, und zwar als kryogene Flüssigkeiten. Das heißt, die sind sehr kalt. Das ist so der Hauptanspruch davon. Und hier auch wieder ist die halbe Länge der Rakete ungefähr nur Stickstoffdrucktank, um das Ganze zu fördern. Das ist eben der Grund, warum wir in die Pumpen mit einsteigen wollen. So als Vergleich, so Elon Musk ist SpaceX-Raketen, die Falcon fliegen auch flüssig-flüssig. Also das ist so, sagen wir, der Stand der Technik. Deswegen haben wir jetzt also mit dem Hybrid-Projekt abgeschlossen, und das war der letzte Flug, den wir dann auch in die Richtung gemacht haben. Jetzt mal ein bisschen eher futuristisch. Was außer Raketen können wir denn? Weil wir haben ja gesehen, wir können Raketen schon seit 50 Jahren starten. Und zwar gibt es da auch ein Projekt, auch bei uns, das ist Space Elevator. Ich habe es ganz am Anfang bei der Übersicht schon mal gesagt. Da möchte ich gerne ein bisschen mehr dazu erzählen, weil es heute, denke ich, ganz gut in den futuristischen Bereich passt. Und zwar sieht man hier links mal so ein Rendering, das ist mit sehr vielen Space Elevatoren da, wie man im Hintergrund sieht, tatsächlich nicht realistisch, also das ist technisch falsch. Aber man kann sich das Konzept ganz gut vorstellen. Aber wenn man sich jetzt nur den einen in der Mitte vorne anschaut, dann funktioniert es so schon. Das Ganze muss nämlich am Äquator gemacht werden. Also hier sieht man unser Modell, das wir bauen, da komme ich gleich nochmal dazu. Deswegen am Äquator, weil der Orbit geostationär sein muss. So, jetzt muss ich leider ein bisschen ins Technische einsteigen. Ich hoffe, Sie können da noch ein bisschen folgen. Und zwar, geostationär bedeutet, der Satellit befindet sich immer über dem gleichen Punkt an der Erde. Das heißt, wenn Sie mal rausschauen, Satellitenschüsseln zeigen immer nach Süden. Einfach weil der Äquator von uns aus im Süden ist und Satellitenschüsseln auf einen geostationären Satelliten zeigen, weil die sich ja nicht mitdrehen. Oder man möchte nicht auf seinem Dach eine riesen Antenne draufbauen, die in der Lage ist, den Satelliten noch irgendwie zu tracken oder irgendwas. Das bedeutet, meine Orbitgeschwindigkeit, jeder Orbit hat eine gewisse Geschwindigkeit, muss genau der Rotationsgeschwindigkeit der Erde entsprechen. Und das ist bei der Erdmasse ziemlich genau 36.000 Kilometer. Das ist sehr weit. Und deswegen ist auch ein Space Elevator noch nicht so bekannt oder das Konzept noch nicht so umgesetzt, oder es funktioniert noch nicht, weil wir kein Seil haben, das lang genug ist und dabei auch noch stark genug ist, um das Gewicht zu halten. Die Idee hatte der Konstantin Tsiolkovsky schon, der Anfang im 20. Jahrhundert so die Raketengleichung aufgestellt hat und als einer der ersten Raketeningenieure das Ganze mitbegründet hat. Aber man sieht eben hier dieses Seil. Das Gegengewicht müsste außerhalb von dem geostationären Orbit leicht sein, weil der Schwerpunkt ja geostationär sein muss, nicht der äußerste Punkt. Das heißt, man muss eben noch länger als 36.000 Kilometer ein stabiles Seil fertigen. Wir beschäftigen uns mit dem Climber. Hier ist ein bisschen angegeben, was die Komponenten sind. Also hier sieht man auch nochmal das Konzept von geostationär. Das habe ich noch so mit eingefügt, das veranschaulicht es, glaube ich, ganz gut. Climber, auf Bayerisch ist Graxler. Das ist der Grund, warum wir unser Modell aktuell Graxler nennen. Ist schon 4.2 von 4.0 abgeleitet. Da bauen wir dieses Gefährt aus Leichtbaustruktur, eben Carbon mit Aluminium zusammen. Und die große Challenge ist, dass wir mit einem 15 Kilogramm schweren Gefährt, das batterieelektrisch selbst angetrieben ist, 100 Kilogramm Payload tragen wollen. Und das in 100 Meter Höhe am Heliumballon als Teststrecke, weil das für uns noch möglich ist. Da kann man so ein Kevlar-Band nehmen, wie man es jetzt in dem Rendering hier sieht. Das ist gar nicht so einfach, weil die Seilreibung da so ein bisschen Strich durch die Rechnung macht. Das soll ja nicht einfach am Seil wieder runterrutschen. Und ich möchte genug Kraft haben mit einem Elektromotor, um das Ganze zu tragen. Und das ist so unser Gebiet, mit dem wir uns beschäftigen. Hier habe ich jetzt noch ein kurzes Video zu unserer Challenge, die jetzt auch wieder am Anfang April stattfindet. Da sieht man diesen Heliumballon, das wollte ich mal zeigen, dass man sieht, dass wir auch tatsächlich mit solchen Sachen fahren. Das ist so ein bisschen eine Schüler-Competition und auch für andere Studententeams. Genau. So sieht das Ganze dann aus. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Julian. Sehr futuristisches Projekt, da habt ihr euch viel vorgenommen. Gibt es direkt Fragen aus dem Publikum?
Sonst würde ich vielleicht die erste mal stellen. Ich habe jetzt den Elevator gesehen. Was wollt ihr da genau hochtransportieren? Kann man vielleicht irgendwann mal Touristen, kann man da selber mitfahren? Ist die Idee? Die Idee ist, eine sehr schwere Ladung nicht so schnell nach oben zu fahren. Also es geht eher auf Masse als auf Geschwindigkeit. Und dann, wenn man sich überlegt, okay, ein Mensch muss da erstmal 4 Wochen fahren, ist die Frage. Andererseits, wenn ich sage, ich kann viel Masse tragen, kann ich auch einfach ein Hotel mitnehmen. Also die Idee ist schon auch Personenbeförderung zu betreiben. Ich bin selbst eben sehr in diesem Bereich tätig vom Space Elevator. Wir haben überlegt, ob wir mal eine Personenkabine für eine Person auslegen als nächsten Schritt. Wenn das Gefährt dann die Last auch trägt, die wir geplant haben, wäre das so ein nächster Schritt. Aktuell tragen wir nur Gewicht, um das Ganze zu testen. Da sind wir noch nicht so weit, dass wir eine Kabine in der Planung haben. Okay, spannend. Gibt es mittlerweile eine Frage hier vorne? Moment, das Mikro kommt noch. Sekunde für die Online-Zuseher. Also Frank Schätzing hat die Idee von einem Space Elevator in einem seiner Bücher aufgegriffen. Und Sie haben ja eingangs gesagt, dass eigentlich dieses Konstrukt gar nicht funktionieren kann mit 36.000 Kilometer Höhe. Was ist denn genau, sage ich mal, die Motivation hinter der Forschung? Also in dem ersten Bild meinte ich, dass es nicht möglich ist, so wie in dem Bild, weil die verstreut waren und nicht alle auf dem Äquator waren. Noch nicht möglich ist es, weil es noch kein Seil gibt, das lang genug ist. Es gibt einige Forschung, da ist so das gängigste Carbon Nanotubes, also praktisch sowas wie Graphit, aber aufgerollt zu perfekten atomaren Strukturen. Aktuell ist man, soweit ich weiß, in der Forschung bei so ungefähr 10 cm Länge, die man stabil fertigen kann. Jetzt muss man dazu sagen, mit diesen perfekten Carbon-Nanotubes wäre das Seil unter einem Millimeter dick. Und wir können ja mehr als einen Millimeter verkraften. Deswegen muss man eventuell nicht unbedingt perfekte Strukturen haben und dafür was Verwobenes, Geflochtenes aus nicht ganz perfekten Carbon-Nanotubes bauen. Und da ist schon auch die Forschung daran interessiert, so ein Seil herzustellen. Das ist für uns ein Riesenvorteil, weil das nämlich auch quasi als Supraleiter funktioniert. Das heißt, wenn ich eine lange Stromtrasse baue, dann ist dieses Seil auch von Nutzen. Und deswegen ist, sagen wir, die Industrie auch daran interessiert, da die Forschung voranzutreiben. Und wir können es dann, wenn es gut läuft, für unseren Space Elevator mal abschauen. Ja, aber man muss ja von oben nach unten bauen und nicht von unten nach oben. Ja, das heißt, so eine Station müsste ja eben halt im Orbit erstellt werden und dann müsste man auch das Seil vom Orbit nach unten führen und dann wären natürlich auch so die ganzen Transportkosten immens, weil man müsste ja eben halt jedes einzelne Gramm, was da verbaut wird, erstmal hochbringen, um es dann wieder runterzubringen. Ne? Ja, das ist richtig, aber ich meine, wir haben schon Raumstationen im Weltall. Das wäre dann halt eine Raumstation, die im geostationären Orbit ist. Sobald da jemand interessiert daran ist oder das Ganze umsetzen möchte, wäre die Möglichkeit schon da. Also es ist nur eine Geldfrage und ich meine, wir als Studentengruppe sind da immer an Sachen dran, die Industrie vielleicht noch gar nicht kennt oder noch nicht umsetzen möchte. Ja, der einzige Vorteil wäre eben halt, dass Transport tatsächlich billig wäre. Ne? Man ja. könnte eben halt also über dieses Kabel eben halt Dinge recht leicht drauf und runter bringen, aber ansonsten, es gibt ja auch eine ISS, ne? Und zu einem Bruchteil der Kosten. Ja, aber dafür kostet der Staat mehr. Ja, das ist ein Trade-off, ne? Ja, ist sehr interessant. Ich hätte da noch eine ergänzende Frage. Wenn ich es richtig verstanden habe, ist dieser Kraxler hat eine eigene Energieversorgung und kraxelt sich quasi hoch. Wie ist denn das dann bei 36.000 Kilometer? Gibt es da eine Zuführung, eine Stromschiene oder wo bekommt er seine Energie her, um so weit hoch zu kraxeln? Also wir sind natürlich rein batterieelektrisch bei unserer Höhe. Wir wollen aber auch demnächst in ein bisschen Solarversorgung reingehen. Je nachdem, wie dann so eine Personenkabine gestaltet ist, ist da eine Oberfläche gegeben. Ich kann bei einem Gefährt am Seil die Ausrichtung auch steuern. Das heißt, ich müsste halt tagsüber fahren oder ich müsste meinen Speicher so laden können, dass ich, wenn ich keine Sonnenzeit habe, das Ganze überbrücke. Das ist was wir jetzt bei unserer Größenordnung noch nicht implementiert haben, aber gerne implementieren möchten. Wir möchten auch einen, sagen wir, im Weltraum fahrfähigen Climber bauen. Wir haben dann halt leider keine Teststrecke, um den so lang zu testen. Es gibt auch Konzepte, wie man über eine Laserstrahlenergie überträgt zum Beispiel und solche Sachen, aber ich sehe Solar und Batterie als Puffer ein bisschen realistischer. Gut, Julian, vielen Dank. Echt ein sehr innovatives Projekt. Vielleicht nochmal einen kurzen Applaus für Julian für diesen Danke. Tollen Vortrag. Danke dir. Als nächste Slammerin darf ich Sonja Bunzeit vorstellen, genau von dem Startup, von dem Münchner Startup. Stell dir vor,
Genau, du beschäftigst dich damit sozusagen mit virtuell, augmented und mixed reality, gegebenenfalls die Gesundheitsbranche zu revolutionieren, beziehungsweise eher deutlich auf die Sprünge zu helfen und den Fachkräftemangel vielleicht ein Stück weit in den Griff zu kriegen. Aber ich will nicht schon wieder spoilern, genau, die Bühne gehört dir, 10 Minuten bitte. Danke dir. Genau, wir starten gleich mal mit unserem Namen. Stell dir vor, du brauchst Hilfe und es ist niemand da. Und das ist leider, wie Sie vielleicht schon in den ein oder anderen Schlagzeilen mitgekriegt haben, auch nicht mehr nur sowas, was man sich vorstellen muss, sondern das ist leider was, was tatsächlich auch draußen schon ein reales Problem ist. Sei es in der Notfallmedizin, in der Pflege und jeder von uns, egal in welchem Lebensabschnitt, wird früher oder später medizinische Hilfe benötigen. Heißt also, und das ist, glaube ich, inzwischen überall angekommen, wir haben ein ziemliches Problem in vor allem Deutschland, aber auch eigentlich in ganz Europa. Ich habe mal einen kurzen Überblick, dass wir auch ein paar Zahlen mit dabei haben. Das ist eine recht aktuelle Studie jetzt von diesem Jahr vom Statistischen Bundesamt, die eben bezieht sich jetzt aktuell nur auf die Pflege, also noch nicht mal die gesamte Medizin oder das gesamte Gesundheitswesen, die sozusagen den Engpass aufziehen, was wir an aktuellen Problemen oder fehlendem Personal haben. Und der Bedarf ist tatsächlich inzwischen bei einer Lücke von ungefähr 33%, die gestiegen ist. Ich glaube, vor 5 Jahren waren wir noch irgendwie bei 15% Lücke. Also das hat sich tatsächlich noch mal fast verdoppelt auf bis 2049 ungefähr 700.000 fehlende Arbeitskräfte. Was uns bei einer demografischen Kurve, die glaube ich auch allen bekannt ist, auch sagt, okay, wir können aus dem eigenen Land das A nicht mehr stemmen und wir brauchen ziemlich schnell ziemlich viel qualifiziertes Personal oder generell überhaupt erstmal Personal, das sich im Gesundheitswesen aktiv beschäftigen möchte. Wie können wir das Ganze machen? Beziehungsweise das ist das, womit wir uns beschäftigen. Das Schlüsselelement, was wir eigentlich identifiziert haben, ist Wissen. Denn egal, ob ich sage, ich möchte jemanden ausbilden, ich möchte jemanden trainieren oder ich habe vielleicht auch einfach Aushilfspersonal, das irgendwie was machen muss, wie zum Beispiel pflegende Angehörige, die vielleicht einen Angehörigen noch zu Hause auch pflegen. Jeder braucht in irgendeiner Form Wissen oder Anleitung. Und dazu nutzen wir immersive Technologien, um eben Personal oder generell jedem Menschen letztendlich im Gesundheitswesen Anleitung und Training zu geben. Um erstmal zu sagen, was überhaupt immersive Technologien sind. Also man sieht das hier schon leicht, die Brille, das sieht immer so ein bisschen futuristisch aus. Habe ich ein kleines Spektrum mitgebracht. Die Brille, die wir gerade gesehen haben, ist einmal ganz hier drüben. Das ist die sogenannte Virtual Reality, also die virtuelle Welt. Das heißt, ich ziehe eben diese Brille auf und bin dann in einer komplett anderen oder virtuellen Welt in dem Fall. Die kann komplett computergeneriert sein, das heißt, das muss man sich ein bisschen so vorstellen wie zum Beispiel in einem Computerspiel. Man kann sich da alles so zusammenbauen, wie man das gerne hätte. Oder man hat eben ein reales Video, das einfach mit einer 360-Grad-Kamera aufgenommen ist. Das gibt uns letztendlich die Möglichkeit, dort jede Situation in zum Beispiel einem medizinischen Alltag darzustellen und Leute darin trainieren zu lassen. Auf der anderen Seite haben wir unsere echte physische Welt, die wir aber auch mit Informationen anreichern können. Das heißt, das bekannteste in dem Bereich Augmented Reality ist immer das Pokémon Go, das oder vielleicht auch sowas wie so ein Social Media Filter, was jeder schon mal gesehen hat. Heißt eigentlich, ich habe einfach eine Form von digitalem Inhalt in der realen Welt, die mir zusätzliche Infos geben kann, die mich zum Beispiel unterstützen kann, wenn ich sage, oh, wie war denn eigentlich nochmal der Handlungsablauf? Wo finde ich denn eigentlich nochmal das oder das? Häufig sind es ja auch gar nicht so Themen, gerade wenn man zum Beispiel an sowas wie die Integration internationaler Fachkräfte denkt, die meistens sehr gut ausgebildet sind. Da liegt es oft gar nicht an dem Fachwissen, sondern es liegt daran, wie läuft denn hier eigentlich so ein Alltag ab, in zum Beispiel einer Klinik, in einem Pflegeheim. Wie gehe ich mit anderen Menschen um? Wie gehe ich mit einem Patienten um? Wo finde ich nochmal Material XY? Und genau da können Technologien eben auch unterstützen. Und wir beschäftigen uns eben mit diesem ganzen Spektrum. Im Bereich Medizin und Pflege, aber auch Medizintechnik, Pharmazie. Es gibt ja sehr viele medizinische Geräte, die der ein oder andere vielleicht auch schon mal gesehen hat, die häufig irgendwie bedient werden müssen von Personen, die jetzt vielleicht nicht Ingenieure sind und das entwickelt haben, sondern damit dann auch umgehen müssen. Training und Simulation und auch eben Rettungswesen und Katastrophenschutz. Das heißt, Gesundheit ist ja sehr viel mehr als jetzt nur, was in einer Klinik oder in einem Krankenhaus oder in einem Pflegeheim passiert, sondern letztendlich alles, was in irgendeiner Form auch Erste Hilfe angeht.
Ich habe mal ein paar Videos mitgebracht, so sieht es dann aus. Also man zieht zum Beispiel so eine VR-Brille auf und ist dann in einem Szenario drinnen. Das heißt, das ist jetzt eben zum Beispiel computergeneriert und kann dort dann Handlungen üben. Das heißt, man sieht jetzt, zieht sich erstmal Handschuhe an, kann dann eben zum Beispiel einen Patienten versorgen und kann so alltägliche Situationen oder eben auch Notfallsituationen oder auch einfach Themen, die im echten Leben sehr schwer zu trainieren sind, trainieren. Was zum Beispiel auch sehr interessant ist für Pflegeauszubildende oder generell auch Studierende. Häufig dürfen die in einem ersten Ausbildungsjahr manche Sachen auch einfach gar nicht in echt machen oder ausprobieren, kommen dann nach der Ausbildung oder dem Studium in die Praxis und sind dann erstmal komplett überflutet. Und so kann man eben zusätzliche Trainingsmöglichkeiten schaffen, weil zum Beispiel in ganz Deutschland gibt es, glaube ich, irgendwie 9 Simulations- und Trainingszentren. Das heißt, nicht sehr viel Ausbildung und Trainingsraum für die Menge an Personal, die wir eigentlich ausbilden müssen und wollen. Da sieht man nochmal ein Beispiel von diesem Augmented Reality, was ich kurz erzählt habe. Das heißt, digitale Elemente in der echten Realität. Hier sieht man jetzt eben zum Beispiel, ich habe da ein Einsatzfeuerzeug von der Feuerwehr. Da geht es einfach nur darum, auf was muss ich zum Beispiel achten, wenn ich das irgendwo hinstelle. Ja, also ich kann das ja nicht einfach irgendwo hinstellen, sondern ich muss Stützen ausfahren. Ich muss gucken, dass die Stützen vielleicht nicht irgendwo über einem Gully sind. Also das ganze Feld ist sehr, sehr breit, aber da sieht man ganz gut, wie die Technologie unterstützen kann und auch mit welchen Mitteln. Also das jetzt zum Beispiel mit einem Smartphone. Das heißt, man braucht auch noch nicht mal irgendwie groß eine Brille oder zusätzliches Equipment, sondern man kann auch mit dem arbeiten, was eh schon jeder bei sich hat. Genau, das ist jetzt noch ein Beispiel zum Beispiel aus der Pharmaindustrie, wo es darum geht, da kann ich dann durch die zusätzlichen Informationen sehe ich hier zum Beispiel, da ist noch irgendwas nicht richtig, da fehlt noch irgendwas. Das heißt, auch da geht es darum, letztendlich eine Assistenz zu bieten. Ein Programm, was ich gerne immer noch mitnehme, ist, wie bei allen Technologien, gibt es Menschen, die damit umgehen müssen. Und uns ist immer wichtig, dass Technologie sinnvoll eingesetzt wird. Das heißt, wir haben da recht früh ein Trainerprogramm sozusagen für die Trainer entwickelt, beziehungsweise die Menschen, die andere Pflegekräfte, Mediziner ausbilden und lernen dort sozusagen den Umgang mit der Technologie. Und das heißt, wir geben einen Überblick, was gibt es denn eigentlich überhaupt alles an immersiven Technologien? Wo kann ich das einsetzen? Wie kann ich das in meinem Curriculum einbinden? Wie gehe ich damit um? Und das ist uns eben ganz wichtig, dass eben eine neue Technologie auch sinnvoll eingeführt wird und man dies nicht einfach irgendwie nur rausschmeißt und sagt, hier bitte, viel Spaß damit, sondern dass man eben auch sieht, okay, die Leute, die das Ganze auch einführen können, haben da dann auch das entsprechende Toolset an der Hand, um damit umzugehen. Genau, das war es auch schon von meiner Seite und genau, ich freue mich auf Fragen. Ja, vielen Dank, Sonja. Ich glaube, sehr eindrucksvoll und jeder ist sich bewusst, dass wir irgendwas tun müssen, dass Technologie irgendwie ein Schlüssel sein muss, um auch diese ganze Entwicklung irgendwie der Herr zu werden. Ja. Gibt es Fragen aus dem Publikum direkt? Ja, da haben wir gleich jemanden. Ich bin selber in der Pflege. Eine Frage ist, gibt es die Sachen auch in Gebärdensprache oder in leichter Sprache, um neue Leute zu kriegen? Ist tatsächlich eine sehr interessante Frage. Wir waren mit dem Verband, ich weiß gar nicht, welcher es war, der Gebärdensprache Deutschland, glaube ich, mit im Austausch, wo wir uns das schon mal angeschaut hatten. Wir haben tatsächlich gesagt, komplette VR-Technologie ist vielleicht so semi-ideal, weil man ja dort auch wirklich komplett von der Außenwelt zum Beispiel abgeschnitten ist. Was aber wiederum sehr interessant ist, sind eben so Augmented Reality oder Mixed Reality Anwendungen, wo man eben eine zusätzliche Unterstützung geben kann. Und das ist schon ein Thema, die Sprachunabhängigkeit oder generell das Training ist etwas, was dort natürlich sehr sinnvoll unterstützt werden kann, weil die Technologien, man sollte jetzt nicht einfach irgendwie einen Text einblenden und sagen, bitte mach hier das und das, sondern es sind ja wirklich visuelle Ergänzungen oder Anleitungen, die einen dort unterstützen können. Das heißt, das ist dort tatsächlich auch sehr interessant in dem Bereich. Wir haben jetzt aber persönlich noch kein Projekt umgesetzt da drin. Vielleicht darf ich noch eine Frage stellen, genau. Wie denkst du, geht's weiter? Also der nächste Schritt wäre ja dann irgendwie vielleicht wirklich die Geriatronik, also Roboter einzusetzen, um gewisse Dienstleistungen dann vielleicht auf die Maschine direkt umzusiedeln. Du bist jetzt sehr nah am Markt wahrscheinlich, beschäftigst dich damit. Wie denkst du, wie ist deine Perspektive? Denkst du, das ist eine Sache, die wir noch erleben werden, wo man irgendwie dran ist, oder ist es was in ferner Zukunft? Also ist tatsächlich ein Bereich, den wir nicht mit abdecken, aber man kennt sich natürlich so ein bisschen aus. Größtes Problem in der Robotik ist eigentlich diese Trage.
Tragekraft und die Handlungen auszuführen. Das heißt, es gibt schon recht viel, gerade so im Pflegebereich, wo halt zum Beispiel irgendwie Essenslieferungen oder Materialanlieferungen und sowas, das wird aktuell unterstützend eingesetzt. Dieses Wunschdenken, die Handlungen durchzuführen, die besonders anstrengend sind, also zum Beispiel lagern, heben, das auch was ist, wo zum Beispiel pflegende Angehörige sicherlich Unterstützung brauchen, wo man sagt, okay, ich muss jetzt den Personen irgendwie von A nach B heben. Das ist was, was technisch natürlich sehr schwierig ist, weil alle, die irgendwas mit Robotik zu tun haben, wissen, dass es gar nicht mal so einfach ist, irgendwie einen Arm zu bauen und der muss dann auch noch irgendwie 80 Kilo von A nach B heben. Das heißt, das ist ein Bereich, da weiß ich, da gibt es auch einige Forschungsprojekte, das sicherlich noch ein bisschen dauern wird. Für uns ist es immer ein Fokus zu sagen, okay, wir trainieren die Menschen so sinnvoll, dass die auch wirklich einfach wieder mehr Zeit für den menschlichen Kontakt haben. Das ist so ein bisschen unser Anliegen. Und eine Robotik kann da sinnvoll eingesetzt werden, wo es eben Aufgaben sind, die wiederkehrend sind, eben sowas wie eine Entlastung, die Sinn macht, dass auch einfach wieder zum Beispiel gerade in der Pflege und der Medizin auch wieder mehr Zeit für den Menschen bleibt. Letztendlich sollte eine Technik immer unterstützend sein und jetzt nicht den Menschen komplett ersetzen. Sehr verständlich, genau. Vielleicht noch eine allerletzte Frage. Genau, alle reden über die neue Apple-Brille, die Vision Pro. Genau, du hattest die bestimmt schon auf, oder? Genau, als Entwicklerin. Wir hatten ein Apple-Event und haben da schon mal einen ersten Einblick gekriegt. Wie ist denn deine Einschätzung? Ist es ein Hype oder ist es, und macht es irgendwas mit eurem Startup? Ist es für euch nochmal eine Entwicklung, die euch was bringt oder seid ihr schon weit genug? Auf jeden Fall. Ist immer interessant. Ich glaube, das Interessanteste an dem Apple-Thema ist, dass es halt eine Infrastruktur gibt. Also was es bisher natürlich immer gibt, ist immer Brille 1, Brille 2, Brille 3. Und da haben wir was. Ich habe eventuell schon eine Watch, ich habe ein Tablet, ich habe ein iPhone. Apple hat natürlich auch gerade in Kliniken schon sehr viel Infrastruktur drinnen. Das heißt, es ist für uns nicht uninteressant, weil natürlich irgendwo schon mal ein Bereich, ein Unternehmen an Hardware mit drinnen ist. Und diese Immersionsthematik, also dieses Mixed Reality, ist natürlich auch für Trainings und Simulationen sehr interessant, dass ich selbst sagen kann, ich habe jetzt nicht mehr diesen komplett virtuellen Raum, sondern ich habe halt so einen grob ausgestatteten Trainingsraum vielleicht, kann aber dort dann verschiedene Situationen wie, ich habe jetzt einmal ein Kind als Patienten, ich habe jetzt einmal einen Senior als Patienten, sowas kann ich dann eben nach wie vor noch über die Brille mit abbilden und muss eben nicht eine super teure Ausstattung für 20 verschiedene Szenarien kaufen, was zum Beispiel ein Simulationstraining eigentlich das Hauptproblem ist. Das Verbrauchsmaterial, die Ressourcen, verschiedene Puppen, die eben dort angeschafft werden. Also so ein Beispiel, so eine Simulationspuppe kostet irgendwie bis zu 80.000 Euro. Also die sind jetzt nicht super günstig und da muss ich natürlich auch gerade so ein Trainingszentrum überlegen, lohnt sich das für den Fall Z, der alle 3 Jahre einmal eintritt oder nicht. Und genau dafür kann das eben ganz gut unterstützen, dass eben auch so Zentren sagen, okay, wir möchten jetzt nicht alles neu machen oder alles virtuell machen, aber man kann es eben einfach ein bisschen unterstützen. Und von der technologischen Komponente ist es auf jeden Fall auch nochmal ein Game. Sehr gut. Jetzt haben wir aus Versehen ein bisschen Werbung gemacht für Apple, das war nicht die Absicht. Es gibt andere gute Hersteller natürlich. Es ist auch noch ein parallel ein XA-Event, falls es jetzt irgendjemanden sehr interessiert. Gut, Sonja, vielen herzlichen Dank für den tollen Vorschlag, der unsere Zukunft besser macht. Sicherlich. Danke. Applaus. Gut, als nächstes Lämmer darf ich Erik Nitschke und Jan Hennig vorstellen von dem Startup Centum. Die meisten von uns halten Riechen logischerweise für selbstverständlich, dafür haben wir die Nase. Wir wissen auch, es gibt andere Spezies, zum Beispiel der Hund, der riecht deutlich besser als wir Menschen. Und was wir auch wissen, ist, dass es sehr, sehr schwierig ist, diese Fähigkeit technisch nachzurüsten. Beziehungsweise irgendwie abzubilden, es ist wirklich eine große Challenge. Ihr macht das mit einer Kombination aus Biologie und Quantensensorik, aber genau ihr seid mit der Story dran, deshalb die Stage gehört euch. 10 Minuten, bitte. Ja, vielen Dank für die Einleitung. Wir wollen heute über den Geruchssinn sprechen und wie man das Ganze eben technisch umsetzen kann und wie es funktioniert. Und da wollte ich erstmal dabei anfangen, wo wir dann eigentlich dem Geruchssinn im Alltag immer begegnen. Also zum Beispiel, wenn wir Obst oder andere Lebensmittel, die wir schon vor einer Weile in den Kühlschrank gestellt haben, da wieder rausnehmen und dann riechen wir erstmal dran, ob die jetzt auch wirklich noch gut sind oder ob die Milch, die wir da vor 2 Wochen reingestellt haben, vielleicht nicht doch schon schimmelt. Und dann gibt es auch noch andere Situationen, wie zum Beispiel bei der Partnerwahl. Da spielt der Geruchssinn auch eine wichtige Rolle. Bei Tieren ist es da nachgewiesen, dass die teilweise quasi sagen können, ob der Gegenüber genetisch zu ihnen passt oder nicht. Und das fanden wir sehr faszinierend
und haben uns deswegen dann die Frage gestellt, wie funktioniert der Geruchssinn eigentlich und wo wird der heute schon eingesetzt und wie kann man das Ganze noch sinnvoller nutzen vielleicht. Und da sind wir auf mehrere Anwendungsgebiete dann gestoßen. Und zum einen ist es ein Bereich, auf den bestimmt viele von Ihnen auch schon mal gestoßen sind, und zwar im am Flughäfen oder Zollkontrollen werden oft Hunde eingesetzt, die gefährliche Stoffe oder Substanzen eben suchen sollen, also Sprengstoffe oder Drogen. Und dann gibt es noch die Nahrungsmittelindustrie. Hier gibt es Menschen, die testen quasi auf die Qualität von Nahrungsmitteln, ob diese jetzt schon den richtigen, bei Kaffee zum Beispiel, den richtigen Röstgrad erreicht haben, dass hier das Aroma auch schon in der gewünschten Qualität geliefert wird. Da werden teilweise auch schon Sensoren eingesetzt, um zum Beispiel bei wiederverwendeten Verpackungen Reststoffe von Spülmittel zu entdecken. Und genau, als dritten Bereich gibt es noch den Gesundheitsbereich. Da gab es Studien, die wir gesehen haben, wo auch wieder Hunde eingesetzt wurden, um Krebspatienten zu untersuchen. Und die Hunde haben anhand von dem Geruch der Patienten sagen können, ob dieser jetzt eine Krebserkrankung hat oder nicht. Und das zu einem relativ frühen Stadium. Und das war einfach eine Änderung der Geruchsstruktur zwischen einem gesunden und einem kranken Menschen. Und mit diesen Frühdiagnosen ist es dann auch schon deutlich einfacher, hier erfolgreiche Behandlungen durchzuführen. Und das fanden wir auch wiederum sehr, sehr spannend und faszinierend und haben uns dann gefragt, wie das eigentlich funktioniert, der Geruchssinn. Und wie man das dann wiederum auch vielleicht in einer Technologie einsetzen kann. Und dann bleibe ich beim Beispiel Hundenase, um das mal kurz grob zu erklären. Also es sind Geruchsmoleküle, also der Hund besitzt die Möglichkeit zu riechen, indem er Geruchsmoleküle, die in der Luft gelöst sind, aufnimmt in seiner Nase. Und in der Nase befinden sich Geruchsrezeptoren, die in der Nasenschleimhaut angebracht sind. Und die Moleküle binden hier quasi nach einem Schlüssel-Schloss-Prinzip an diese Rezeptoren. Und sobald sie da andocken, verändert der Rezeptor seinen Energiezustand. Und diese Zustandsänderung triggert dann ein Signal, was an das Gehirn des Tieres gesendet wird. Und diese Kombination aus Signalen von den verschiedenen Rezeptoren, an welche die Moleküle gebunden haben, lässt dann den Hund diese Signale als Geruch interpretieren. Und dann haben wir uns gefragt, wie setzen wir das Ganze jetzt in der Technologie um? Und dann geht es eben genau darum, diesen Energiezustand zu messen, beziehungsweise diese Änderung zu messen. Und die Änderung findet auf einer sehr geringen Größenordnung statt. Also es ist nicht ganz so einfach, das zu messen. Da wird Erik nachher nochmal oder gleich spezieller drauf eingehen. Ich werde nochmal eine kurze Geschichtsstunde einlegen, weil wir sind natürlich nicht die Ersten, die auf diese Idee gekommen sind. Und zwar gab es da 2004 einen Nobelpreis in Medizin, bei der ein Forscherteam den Geruchssinn von Mäusen untersucht hat. Und die haben hier die Grundlage für diese neurobiologischen Abläufe geliefert, die beim Riechen eben getriggert werden und ablaufen. Und die haben die Rezeptoren entdeckt, an welche die Moleküle binden und diese quasi identifiziert. Und dann gab es ein Jahr später, 2005, noch eine weitere Studie, die haben einen piezoelektrischen Sensor genutzt, um die Interaktion zwischen den Rezeptoren und den Molekülen zu messen. Heißt, da sind wir jetzt schon einen Schritt weiter. Und dann gab es 2011 nochmal eine Studie. Die haben das relativ ähnlich gemacht. Die haben hier aber einen nano-bio-elektrischen Sensor gebaut, so haben sie es getauft, um den menschlichen Geruchssinn nachzubilden. Und die waren da auch einigermaßen erfolgreich und haben konnten hier Gerüche auf geringsten Konzentrationen messen in Laborumgebung. Und
Jetzt ist es natürlich schon die letzte Studie hier auch wieder 10 Jahre her. Heißt, aktuell wird unter anderem an der Charakterisierung von Rezeptoren gearbeitet und geforscht und auch an Anwendungen für die Industrie geht es dann jetzt darum, quasi diese künstlichen Systeme weiterzuentwickeln und umzusetzen. Und da wird Erik jetzt einmal erklären, wie wir das denn vorhaben zu machen. Ja, vielen Dank, Jan. Unsere Technologie baut auf den Errungenschaften der vergangenen Studien und wissenschaftlichen Arbeiten auf. Wir Menschen und Säugetiere auch benutzen G-Protein-gekoppelte Rezeptoren, um Moleküle zu differenzieren. Dafür haben wir ungefähr 400 Stück. Und weil die Rezeptoren teilweise mit einem oder mit mehreren Molekülen interagieren, können wir so tausende von Gerüchen unterscheiden. Hier sieht man einmal im Bild einen solchen Rezeptor in Gelb, der in einer Membran eingelassen ist und so die Außenwelt vom Inneren der Zelle trennt. Und ein G-Protein, was dann auch verantwortlich ist für die Signale, die zum Gehirn kommen. Wenn nun ein Molekül, das zum Rezeptor passt, mit dem bindet, ändert sich der niedrigste Energiezustand des Systems und es kommen zwei Zustände, die sich auch teilweise gegenseitig bedingen. Die Bindung heißt Aktivierung und dadurch, dass sich der Energiezustand ändert, kommt es zum einen zu strukturellen Änderungen in einer Verformung des Rezeptors und zu einem Temperaturgefälle zwischen dem Rezeptor und der Umgebung, weil sich die Energiezustände eben in dem Molekül ändern. Jetzt sind diese Änderungen, genau wie der Rezeptor auch, extrem klein. Das heißt, man braucht eine besondere Methode, um das auch wirklich nachvollziehbar machen zu können. Und eine Möglichkeit dafür sind sogenannte NV-Diamanten. Hier im Bild sieht man einmal einen NV-Diamanten, der vom TUM-Startup Quantum Diamonds produziert wurde. Und diese Diamanten haben die hervorragende Eigenschaft, ihre Fluoreszenz, also ihre optischen Eigenschaften, je nachdem, was für Umwelteinflüsse auf sie wirken, zu ändern. Das heißt, kleinste Einflüsse im Magnetfeld, in der Temperatur oder im Druck verändern, wie der Diamant leuchtet und ermöglichen so das Auslesen von Änderungen in der Umwelt. Die Kombination aus dem Rezeptor und einem Sensor wie diesem würde es uns also ermöglichen, den Geruchssinn unmittelbar nachzubilden und nicht wie bisherige Technologien mittelbar über die Änderung der Masse, wenn jetzt ein Molekül bindet, oder andere Methoden, die nicht so sinnvoll sind, wenn man spezifisch auslesen möchte, was gerade an den Rezeptor gebunden hat. Nun hat so etwas, wie wir gerade gesehen haben, sehr, sehr viele Anwendungsbereiche. Zum einen an Flughäfen, wo zur Sicherheitschecks ein solcher Sensor eingesetzt werden kann, um Gepäckstücke und Passagiere kontinuierlich und ohne zusätzlichen Personalaufwand messen zu können. Heutzutage hat man dafür Stichproben in Form von Spürhunden oder Abstrichtests, aber keine zuverlässige und autonome Lösung, so wie so ein Sensor bilden würde. Und, wie gehört, in der Medizin werden heute Vorsorgeuntersuchungen meist mit umständlichen, sehr, sehr teuren Tests durchgeführt, die für den Patienten und das Personal vielleicht nicht unbedingt die praktischste Methode darstellen. Und unser Sensor soll es so ermöglichen, Tests vor Ort und sofort auf ein breites Spektrum an Krankheiten anwenden zu können, um dann bei eventueller Indikation von Krankheiten spezifischer nochmal in Einzeltests gehen zu können. Und das hilft dann sowohl dem Krankenhauspersonal als auch den Patienten, um verschiedene Krankheiten zu messen. Da gibt es zum einen Lungenkrebs oder Bauchspeicheldrüsenkrebs, der dadurch, dass sich die volatilen organischen Komponenten, also die Moleküle, die vom Körper an die Umwelt abgegeben werden, ändern, indikiert oder anzeigt, dass eine Krankheit existiert und so eine frühzeitige Messung möglich macht. Das sind jetzt nur zwei Beispiele. Wir haben gehört, es gibt sehr viele Möglichkeiten auch in der Industrie zur Messung von Gasen oder in der Lebensmittelindustrie, wo eine objektive Auslese von Produkten und Prozessen nötig ist, was heutzutage teilweise noch mit professionellen Testern durchgeführt wird. Und viel Potenzial und viel Arbeit, wie man sieht. Genau, in den letzten Monaten konnten wir die Unternehmertum, die TUM Venture Labs, das Leibniz-Institut für Lebensmittelsystembiologie und die Professur für Quantensensorik von unserem Konzept begeistern. Und wenn Sie in den letzten 10 Minuten auch neugierig geworden sind, was für ein Potenzial hinter unserem Geruchssinn steckt, dann lassen Sie uns in Kontakt bleiben, denn es gibt noch viel zu tun. Vielen Dank, sehr, sehr spannend. Ja. Haben wir gleich eine Frage aus dem Publikum vielleicht? Ah, da hinten gibt es gleich jemanden. Ich
Ich würde gerne mal wissen, wenn es so viele verschiedene Stoffe und Gerüche gibt, wie sicher ist es denn, dass man den richtigen erwischt? Also man möchte ja nicht zum Arzt gehen und gesagt kriegen, die Chance besteht, dass du Bauchspeicheldrüsenkrebs hast, aber vielleicht auch nicht, sondern da würde man sich eine gewisse Präzision wünschen. Ja, also es gibt Studien zu unterschiedlichen Geruchsstoffen, die mit Krankheiten in Verbindung kommen. Das heißt, man hat schon eine Idee, was detektiert werden muss. Allerdings ist unser Ziel jetzt im ersten Schritt vor allen Dingen die Indikation einer Krankheit und dann die spezifische Untersuchung in professionelleren oder spezifischeren Tests, die dann vielleicht auch aufwendiger sind danach. Das heißt, unsere Möglichkeit ist wirklich schnell und direkt ein Feedback zu geben, was über andere Tests nicht so möglich ist. Ja. Ich habe eine Frage zum Datenschutz. Wenn es möglich ist, also einen kranken Menschen durch einen Sensor zu testen, ob er krank ist, kann es dann nicht passieren, dass zum Beispiel Menschen, die gar nicht merken, dass sie sozusagen einem Sensor ausgesetzt sind, da durchlaufen und dann festgestellt wird, dass die krank sind? Also wir würden das bisher einmal so, wenn wir es umsetzen, weil es der Gedankengang, dass es eher in der Arztpraxis quasi zusätzlich bei einer Routineuntersuchung mit eingesetzt wird. Und dann wird es ja quasi also ganz bewusst durchgeführt und nicht nur zufällig, dass ich dem Sensor jetzt nur irgendwo durch zufällig begegne. Genau. Falls das die Frage beantwortet ist. Hi, das geht jetzt vielleicht etwas sehr ins Detail, aber wie genau läuft so eine Messung ab? Sind Rezeptoren auf dem NV-Diamanten aufgetragen oder wie funktioniert das Ganze? Also so viel haben wir nicht verraten, auch mit Absicht. Also die Forschung ist noch ongoing. Da gibt es unterschiedliche Konzepte, die mit größeren und kleineren Diamanten arbeiten, so viel sage ich mal. Aber es ist nicht nur das Aufbringen, sondern es gibt da noch andere Methoden. Aber mehr verrate ich ja nicht jetzt. Es gibt hier vorne in der ersten Reihe gibt's noch eine Frage. Ja? Danke, ja, das ist sehr interessant. Ich habe mitgenommen, die Natur kann mit 400 Rezeptoren 10.000 verschiedene Moleküle, unterschiedliche Gerüche wahrnehmen. Was ist denn möglich mit so einem Sensor, der jetzt künstlich arbeitet? Ist da auch so ein breiter Scan möglich? Wird der so kalibriert, dass ihr im Prinzip auf eine, ich sag's mal, auf ein Molekül als Zielgröße geht? Oder wird es auch mal möglich sein, genauso wie die Natur auch 10.000 verschiedene Gerüche mit einem Sensor zu unterscheiden? Also im Long Run ja. Wir fangen jetzt an mit weniger Rezeptoren, und konzentrieren uns auf spezielle Gerüche. Aber mit der Zeit soll es dann eben auch möglich sein, je mehr Rezeptoren man dann einsetzt, dass man da auch mehr Gerüche wieder wahrnehmen kann. Die Rezeptoren binden an nicht nur ein Molekül, sondern immer an verschiedene. Und die sind verschieden spezifisch. Und die Kombination aus den Rezeptoren lässt einen dann wieder auf einen bestimmten Geruch zurückschließen. Ja, ich hätte auch noch eine Frage, und zwar, also ich habe jetzt mitgenommen oder irgendwo zwischen den Zeilen rausgelesen, dass ihr jetzt an einem neuen Sensorprinzip arbeitet, ne? Also weil diese große Röhre, die da in dem Bild von 2011 gezeigt wurde, ist wahrscheinlich nicht das Zielbild. Und jetzt eigentlich die Frage, wo ist denn die Quantenmechanik oder wo ist denn der Quantenanteil in der Sensorik? Das ist der Diamant. Also diese optischen Eigenschaften, die ich beschrieben habe, sind getrieben durch Elektronenspins im Diamanten. Also da sind Fehlstellen drin, die diese zwei Elektronen quasi gefangen halten. Und diese Spins sind sehr stabil, das heißt, sie können auch bei Raumtemperatur ausgelesen werden und sind eben beeinflussbar durch kleinste Änderungen, die direkt in der Nähe des Diamantens aufkommen, das heißt in der Größenskala, in der auch unsere Rezeptoren sich befinden. Da muss man jetzt nur noch eine clevere Methode finden, um das zu verbinden, um es halt auslesen zu können. Und das ist jetzt die Arbeit, die wir haben, genau. Also auslesen heißt dann optisch wahrscheinlich, oder? Ja, der Diamant wird optisch ausgelesen. Und Spektrum oder Intensitäten? Intensitäten, ja. Also der ändert seine Fluoreszenzintensität je nach Spin. Spannend. Genau.
spannend. Es gibt sogar noch eine Frage, dann würde ich sagen, großes Interesse an eurem Modell ganz offensichtlich. Dann würde ich vielleicht die Runde schon schließen. Ja, ich hätte eine Frage bezüglich der Empfindlichkeit. Wie ist denn das, wenn jetzt einer im Wartezimmer Bauchspeicheldrüsenkrebs hat und 19 andere kriegen dann irgendwie ein positives Ergebnis? Oder kann das, gibt es da eine Trennschärfe? Also bei den Krankheiten, da wissen wir es leider noch nicht, da das eher, ich sag mal, die schwierigste Aufgabe ist, quasi hier wirklich zu sagen, ob jemand Krebs hat oder nicht. Da es da um viele verschiedene Geruchsstoffe geht, die man detektieren muss, da weiß ich leider nicht, was da genau die Sensitivität jeweils ist. Aber bei bisherigen medizinischen Anwendungen geht es meistens direkt über den Atem. Das heißt, also es muss schon sehr direkt zum Sensor erfolgen. Also es ist jetzt die Proximität im Badezimmer sollte nicht ausreichen, um genug Moleküle zu übertragen. Sehr gut, vielen Dank. Vielleicht noch eine ganz kurze letzte Frage. Patrick Süßkind, wäre das der Weg sozusagen zum ultimativen Parfum vielleicht am Ende sogar? Ja, also da gibt es auch viel Research, was tatsächlich aus der Parfümerie kommt. Die sind auch interessiert an solchen Lösungen. Das könnte alles noch kommen, ja. Macht Sinn, absolut, okay. Vielen Dank für eure Idee für eine bessere Stiftung. Danke. Gut, dann will ich unseren letzten Slammer für heute Abend vorstellen, Thomas Messerer. Er wird ein Projekt vorstellen, das sich sozusagen dem Problem der uns alle irgendwie umgebenden Lärmbelästigung beschäftigt und dafür irgendwie eine Lösung entwickelt. Mhm. Warum man dafür vielleicht dezentrale Strukturen nutzen kann, was jeder beitragen kann und wie es genau funktioniert, das wird uns jetzt erklärt. Vielen Dankeschön. Dank, 10 Minuten. Also, vielleicht fangen wir mal mit einer gewissen Situation, die vielleicht jeder schon mal erlebt hat. Man kommt in einer Stadt, die man nicht kennt, man checkt sich in ein Hotel ein, den man nicht kennt und man kann nicht schlafen, es ist super laut. Das Gleiche passiert vielleicht, wenn man in einem Restaurant ist und man ist umgeben von Lärm und man kann einfach keine normale Konversation führen, weil es einfach viel zu laut ist. Und das passiert jedem von uns, in egal welchem Alter. Oder man ist vielleicht im Arbeitsplatz und es ist einfach um uns herum so laut, dass man sich null konzentrieren kann. Und das natürlich auch, sag ich mal, auf unsere Performance sich dann auch ausübt. Und noch schlimmer, wie wäre es, wenn man zum Beispiel in einer sehr lauten Umgebung lebt, was natürlich dazu führen kann, dass die gewisse Lebensqualität davon stark beeinträchtigt werden kann. Deswegen würde ich euch gerne mal als Publikum eine kleine Frage stellen, wenn ihr so lieb wärt, eure Hand zu heben, falls ihr schon mal so eine Situation in eurem Leben erlebt habt. Wunderbar, also ich denke mal, das sind wahrscheinlich die meisten. Die Frage ist, worüber reden wir? Ja, das ist Lärmbelastung. Lärmbelastung ist eben die Belastung, die man nicht sehen, riechen oder spüren kann. Und Lärmbelastung ist sogar weltweit dafür verantwortlich, dass wir über 5.000 Milliarden an Schaden an der Weltwirtschaft generieren. Und wie wahrscheinlich ein paar von Ihnen schon wissen, werden die Städte in den nächsten Jahren nur wachsen. Bis 2050 erwarten wir über 70% der Weltbevölkerung in Städten und somit wird auch natürlich der Lärmpegel wachsen. Lärm verursacht natürlich Stress, aber macht uns auch krank. Und das wussten die alten Römer schon. Der Julius Caesar hat sogar im Rom schon damals verboten, dass Kutschen nachts durch die Stadt fahren, weil die Bürger Roms sonst aufgeweckt worden sind. Und Robert Koch hat sogar gesagt, dass wir irgendwann mal Lärm so stark wie Cholera oder die Pest bekämpfen werden. Und wenn man sich anschaut, wie die Lärmbelastung so vorangeht, ist es kein Wunder, dass die auch WHO bis 2050 sogar einschätzt, dass eine aus 4 Personen, also 25% der Weltbevölkerung, bis zu einem gewissen Grad einen Hörvermögensverlust rechnen muss. Und die Frage, die man sich heute stellen muss, ist, wie können wir heute gemeinsam als Gesellschaft was dagegen tun? Und da haben wir eine Web3-Lösung generiert, und zwar wir haben ein weltweites Netzwerk erschaffen, in dem jeder Mensch weltweit mit seinem Smartphone mitmachen kann
um ihre Umgebung, Lärmumgebung mit dem Handy zu messen. Das heißt, es gibt über 7 Milliarden Smartphones auf der Welt. Und wenn man bedenkt, dass über 30% der Weltbevölkerung mit weniger als $2 am Tag auskommen muss, ist das Erste, was sich die Leute kaufen, eben ein Smartphone. Und damit kann man eben wunderbar Dezibel messen. Wir messen eben nur Dezibel, kein Audio-Content. Und damit haben wir eine sehr nutzerfreundliche und gamifizierte App kreiert, die Leute monetär dazu incentiviert, Daten zu generieren und dann gemeinsam von einem weltweiten Projekt zu werden. Mit diesen Daten stellen Sie sich eine Zukunft vor, indem Sie, wenn Sie Ihr nächstes Hotel buchen, einfach auf Booking Hotels miteinander vergleichen können anhand des Lärmpegels. Lärm ist die Nummer 1 Beschwerde in Hotels weltweit. Oder stellen Sie sich vor, bevor Sie Ihr nächstes Restaurant buchen, sei es jetzt, um ein Telefonat vielleicht zu nehmen von einem Café oder mit Familienmitgliedern ein schönes Abendessen zu gestalten, ohne dass man durchs Zimmer schreien muss. Wenn Sie einfach auf Google Maps öffnen würden und anstatt zu sehen, wie voll und teuer es heutzutage schon gezeigt wird, sondern dass dann auch noch der Durchschnittslärmpegel angezeigt wird. Oder stellen Sie sich vor, wenn Sie Ihre nächste Immobilie kaufen oder wenn Sie in eine neue Wohnung ziehen wollen, oder ein neues Büro suchen. Wenn Sie alle diese Immobilien, die Sie gerade in Erwägung ziehen, miteinander vergleichen könnten, um gezielte, bessere Entscheidungen treffen zu können. Wir könnten anfangen, Immobilien anhand hyperlokaler Daten zu unterscheiden. Wir glauben, dass diese Daten sogar das Potenzial haben, Immobilienbewertungen weltweit zu beeinflussen. Wenn wir wissen, wie Lärmpegeln auf hyperlokaler Basis zwischen einem Sonntagabend und einem Montagabend sich unterscheiden oder was die Hauptlärmquellen auch sind. Wir haben ein weltweites Netzwerk kreiert, was mittlerweile schon Daten in über 180 Länder täglich generiert. Wir mappen gerade weltweit ungefähr die Durchschnittsgröße von der Stadt von Paris und zählen mittlerweile mit über 175.000 engagierte Leute weltweit, die auch Teil dieses Projekts geworden sind. Und wir haben schon mittlerweile gemeinsam über 120 Jahre Daten gesammelt. Und das Ganze in weniger als einem Jahr. Was auch sehr schön zu sehen ist, dass wir über 75% monatliche aktive Nutzer haben. Das heißt, die Idee ist, dass man nicht nur incentiviert wird, die Daten zu generieren, sondern auch, dass man als Nutzer diese Daten konsumieren kann. Und zwar ist es so, dass dieser rasante Wachstum auch einerseits dieses Web3-Modell zu bedanken ist. Und das funktioniert an sich ganz einfach. Wir sind eigentlich Teil von einem Krypto-Projekt, könnte man sagen, aber wir haben eine reale Wertschöpfung für die Gesellschaft generiert. Und wir haben ein nachhaltiges Modell, in dem wir unsere Nutzer mit unserer eigenen Kryptowährung dafür belohnen, diese Daten zu liefern. Diese Daten werden dann von uns aggregiert, auch mit KI-Anwendungen sozusagen auch verbessert, dass sie dann auch verkaufsfähig sind. Und wenn sie dann verkauft werden, bekommen wir als Firma eben ein Fiat Runway, also das wird dann in Euro gezahlt. Und wir drehen uns dann mit diesem Geld um und kaufen diese Kryptowährung vom offenen Markt und verbrennen die, zerstören die. Und damit generieren wir eine zirkuläre Wirtschaft, indem wir diesen sogenannten Chicken and the Egg Problem lösen, was eben so viele Web2-Netzwerke nie lösen konnten. Zum Vergleich, es gibt eine wissenschaftliche Initiative, die auch was Ähnliches auf Smartphone-basierende Lärmmessungen gestartet hat vor 10 Jahren. Und wir haben in einem Jahr 3-mal so viel Daten gesammelt wie die in 10 Jahren. Wir wissen, dass alle was Gutes tun wollen, aber wenn die richtige Incentivierung da ist, dann passt es. Und das Schöne ist, dieses Modell kann man in allen möglichen Netzwerken anwenden. Wer sind denn zum Beispiel unsere Zielkunden heutzutage? Also wir wissen natürlich, dass wir mit unseren Daten für Regierungen extrem wertvolle Daten generieren, auch für Stadtplaner, gesundere und bessere Städte für uns alle zu generieren. Aber da muss natürlich auch ein finanzieller Grund dahinter sein, weshalb die Leute diese Daten liefern. Zum einen haben wir Immobilienplattformen, wie Sie die alle wahrscheinlich kennen, wie ImmoScout oder ImmoWelt. Bei Hotel- und Restaurantplattformen wie Airbnb, Booking, OpenTable. Und
Gleichzeitig generieren wir hier auch Standortdaten. Das ist eigentlich mal eine positive Externalität von dem, was wir hier machen, aber die haben auch einen Wert und dafür gibt es über einen 15 Milliarden Markt, der jährlich sogar über 15% wächst. Und das Schöne, dass es Web3 basiert ist, heißt, dass wir all diese Informationen auf der Blockchain speichern. Das heißt, wir können nachweisen, dass der Nutzer auch seinen Consent dafür gegeben hat, dass diese Daten dann auch von ihm genommen werden und letztendlich dann auch monetisiert werden, was heutzutage nicht der Fall ist. Zu uns als Team, wir sind eigentlich eine sehr bunte Zusammenmischung von Blockchain, schon fast Veteranen, würde ich sagen. Wir sind schon seit über 6 bis 7 Jahren in der Blockchain-Szene. Die ist natürlich sehr jung, aber wir haben es schon geschafft, Produkte auf über 1 Million Nutzer zu bringen. Und auf der anderen Seite wussten wir, dass die Integrität von dem Projekt extrem wichtig ist im Sinne der Datenschöpfung. Und deswegen sind wir sehr glücklich, mit einem extrem guten wissenschaftlichen Team zählen zu können. Der ist eben aus Universitätsprofessoren, Akustikexperten und auch Berater zu der Europäischen Kommission gestaltet. Und als vielleicht kleine letzte Frage, bevor ich meine Präsentation ende, würde ich euch gerne fragen, in welcher Stadt ihr in München in der Zukunft leben wollt. Und hier hätte ich vielleicht 2 kleine Abschnitte. Soll es das sein oder doch lieber dies? Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Thomas. Spannendes, pfiffiges Geschäftsmodell, ja. Nicht schlecht. Gibt es direkt eine Frage aus dem Publikum? Weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist. Sonst würde ich mal, um das hier mal warm laufen zu lassen, schon mal eine stellen. Vielleicht würde die eher an dein wissenschaftliches Team gehen. Aber mich würde interessieren, ob jeder Lärm sozusagen gleich schädlich für uns ist. Also wenn ich jetzt dran denke, zum Beispiel der Zahnarztbohrer oder der Akkuschrauber, die sind gleich laut wahrscheinlich, aber der eine triggert mich sehr viel schlimmer als der andere. Ja. Also wir haben natürlich alle eine starke subjektive Meinung zu dem, was Lärm ist. Also ein Rockkonzert könnte für jemanden nicht Lärm sein, wenn er gerade in der ersten Reihe von Rammstein steht, aber für einen Nachbar ist es doch Lärm. Ja? Und es ist natürlich auch die Frage, wie lange wir diesen Lärm auch ausgesetzt sind. Und wir versuchen anhand unserer Daten, auch mit KI-Modellen, sozusagen die Lärmquelle identifizieren zu können. Und das ist enorm wichtig, nicht nur, dass wir genau wissen, ob jetzt ein Flieger oder ein Zug alle 2 Stunden an der Immobilie vorbeifliegt oder fährt, wohin wir hinziehen wollen, sondern es ist auch wichtig für Stadtplaner, um zu verstehen, anhand auch der Lärmbeschwerden, die auch durch unsere Daten generiert werden, wo genau vorgegeben werden muss und wie. Ja? Und das ist eben super spannend, weil heutzutage wird Lärm eher ausgerechnet und wir haben nur Durchschnittswerte, die sind sehr statisch und wir können hiermit wirklich das Spiel verändern. Und das Schöne ist ja, diese Hardware gibt es ja schon. Ja? Wir müssen sie ja nur gemeinsam einsetzen und wir arbeiten schon daran, an Mechanismen, um das völlig passiv im Hintergrund anonymisiert laufen zu lassen. Und damit kann man es sogar als Nutzer vergessen. Man verdient was Kleines dazu, also man wird davon nicht reich, aber man tut ja auch gleichzeitig was für die Gesellschaft. Gibt es einen dokumentierten Impact, den Silenzio erreicht hat, wo man sagt, die Daten haben dazu geführt, dass irgendwo Lärm reduziert wird? Also wir sind noch sehr jung, aber unsere Wissenschaftler wollen dieses Jahr sogar schon die erste Studie durchführen. Anhand unserer Daten. Und ja, also wir wachsen natürlich gerade über 50% monatlich an Nutzer, was hoffentlich dazu führen wird, dass wir eventuell auch in 1 bis 2 Jahren eine millionengroße Nutzerbasis haben und damit auch hoffentlich auch mit unseren Daten das Leben von Millionen von Menschen positiv beeinflussen können. Sei es jetzt direkt über die App oder über die Produkte, die wir eh schon heutzutage konsumieren, die wir alle kennen. Ich hätte noch eine Frage, die vielleicht ein bisschen in den Datenschutz reingeht. Wie gut kann man denn anhand Ihrer Daten den Standort zum Beispiel zurück berechnen, sage ich jetzt mal? Ich sehe da ein bisschen Potenzial wegen Überwachung oder Datenschutz allgemein. Ja, wir sind also komplett datenschutzkonform. Wir messen den Standort wie jede andere App auch, sei es jetzt Instagram, X,
Pinterest oder was auch immer Zugriff auf den Standort haben will, Google Maps etc. Also da sind wir nicht unterschiedlicher. Wo wir uns unterscheiden ist, wir legen starken Wert darauf, dass alles so anonymisiert wie möglich ist. Ja, also man registriert sich mit einem Pseudonamen, mit einer E-Mail und mehr als das wissen wir auch nicht über die Person. Wir wissen vielleicht noch das Handymodell, was sie nutzen, aber klar, also mit, sag ich mal, hyperlokalen Daten an Positionswerten kann man letztendlich, wenn man weiß, dass es nur eine Person gibt, die in diesem Dorf lebt und ein Handy besitzt, könnte man den so identifizieren, aber in einer Stadt ist es extrem schwierig. Und vor allem als Nutzer kriege ich nie sozusagen einen Einblick in die Daten einer Person, sondern sind die kollektive Daten. Und unsere Idee ist, dass anhand dieser kollektive Daten wir letztendlich durch so viele Daten wie möglich letztendlich auch diesen Margin of Error reduzieren und wirklich hochwertige Daten liefern können. Gut. Ah, eine Frage sehe ich noch. Sehr gut, die lassen wir noch zu. Anschließend daran, legen Sie denn einen Bewegungsverlauf an überhaupt? Oder ist jedes Datenpaar halt Standort und Lärmintensität direkt entkoppelt von dem, was meine App morgen hochlädt? Also wir haben verschiedene Wege, die App zu nutzen. Heutzutage gibt es zwei primäre. Die eine wäre ein Check-in. Das ist sowas wie ein Google Review. Also wenn man eine Bewertung in Google abgibt, könnte man sozusagen in ein Restaurant oder ein Hotel mal kurz für 15 Sekunden die Lärmbelastung messen und es geht dann hoch, wird hochgeladen in unserer Plattform und dann kann man das weltweit als Nutzer sofort sehen, wenn man jetzt auf der Suche nach einem leisen Restaurant ist. Und die andere Option ist, was wir ein Open Measurement nennen und damit kann man durch die Stadt spazieren. Am besten hält man sein Handy eben außerhalb der Hosentasche und kann damit sozusagen durch die Stadt rumlaufen. Und wir generieren für hyperlokale Hexagons, das heißt ungefähr 40 Quadratmeter im Durchschnitt, einen Durchschnittswert. Und anhand der tausenden Werte, die wir in verschiedenen Uhrzeiten des Tages sammeln von verschiedenen Nutzern, können wir eben diese Lärmkarten generieren. In der Zukunft werden wir auch also Gehörtests anbieten mit der App. Das wird auch super sein, weil viele Leute unterschätzen, wie wichtig es ist, schon frühzeitig auf sein Gehör aufzupassen. Und gleichzeitig werden wir auch Lärmbeschwerden einfügen. Und das wird natürlich ein super Tool für Regierungen sein, live weltweit Lärmbeschwerden tracken zu können. Gut, sehr spannend. Vielen Dank. Und jetzt wird's ernst. Ja, genau, vielleicht erstmal dein Applaus. Okay. Genau. Und jetzt wird's ernst tatsächlich. Sie dürfen jetzt entscheiden, wer heute gewonnen hat. Wer hat die beste Idee für eine bessere Zukunft? Wir hatten ja vier Slammer und Slammerinnen, die ihre Idee vorgetragen haben. Ich würde jetzt alle nochmal auf die Bühne bitten. Entschuldigung, Thomas, du musst gleich wieder rüberkommen. Und dann werden wir per Applaus abstimmen, einer nach dem anderen. Und dann wird dem Gewinner der Gewinnerin Ruhm und Ehre zuteil und natürlich eine ganz tolle Urkunde von unserem Generaldirektor, Herrn Professor Heckel, und eine Jahreskarte. Also, wir beginnen mit Julian von TUM WAR. Vielleicht gleich mal den Applaus für Julian. Vielen Dank. Dann, wer fand das Startup? Stell dir vor, von Sonja am besten. Enges Rennen. Wer ist für Erik Nitschke und Jan Hennig mit dem Startup Centum? Und jetzt als letztes der letzte Vortrag, Thomas Messerer mit dem Citizen Science Projekt Silencio. Ja, ich messe aber nur den Applaus. Ich würde nochmal ein Stechen machen. Ich fand nämlich die letzten beiden fand ich jetzt sehr stark. Sorry für die ersten beiden Contestants. Oder? Ja, ich habe keinen Einspruch. Erik Nitschke und Jan Hennig mit Centum. Okay. Mhm. Und Thomas Messerer nochmal. Okay, damit ist für mich tatsächlich die Entscheidung gefallen. Thomas, herzlichen Glückwunsch. Du hast den vierten Science Slam gewonnen.
tolle Vorträge. Herzlichen Glückwunsch, du bekommst, Sekunde, gleich hier auf der Bühne die Urkunde und die Jahreskarte, die ich dir gleich hier überreichen will. Genau, der Generaldirektor hat es leider nicht persönlich geschafft, er lässt sich entschuldigen, aber hier ist der Beweis, bitte schön, für dich, der vierte Sieger dieses Formats. Eintrittskarte werde ich gleich nutzen. Ja, super, ist ein ganzes Jahr gültig, genau, das hast du Zeit. Genau, ich möchte mich bedanken bei allen, die jetzt hierher gekommen sind, fürs Kommen und ich hoffe, sie kommen wieder. Für alle, die uns online zuschauen, natürlich auch vielen Dank fürs Reinklicken und Zuschauen. Wer dabei sein will, kann gerne eine Bewerbung schicken an forumderzukunft@deutsches-museum.de. Und ja, alle, die jetzt online dabei waren, kommt vielleicht nächstes Mal hier in Präsenz. Es lohnt sich nämlich, es gibt gleich noch freie Getränke und Freibier sogar für alle. Also bleiben Sie gerne noch hier, stellen Sie Fragen, kommen Sie in Kontakt und ja, schönen Abend. Danke. Danke. Dürfen wir das Video für uns hernehmen? Ich würde eventuell den Ausschnitt halt von meinem über unseren